Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge ARK hier auf Dunnebär TV. So, ja, ich war offscreen wieder ein bisschen fleißig und habe einen Metallspot gesucht. Habe jetzt auch einen gefunden und zwar hier oben auf dem Berg. Mega geil. Hier kommt also eigentlich fast nichts hin. Ist direkt oben auf so einer Bergspitze. Ich habe schon ein bisschen was abgefarmt, aber hier ist eigentlich alles voll mit dem Zeug. Wir wissen ja inzwischen, dass es auch relativ gut nachspawnt. Das heißt, ich werde jetzt hier einfach den Ankylo stehen lassen. Ich vermute mal, dass es ihm hier eigentlich ganz gut gehen dürfte. Ja, und werde dann hier regelmäßig mal rumkommen und den Krempel einfach abreißen, den es hier gibt. Wie gesagt, es war zwei bis dreimal so viel. Hier vorne waren überall noch so dicke Brocken. Ich war aber jetzt schon zweimal hier. Also ich denke, so für dreimal Ankylo voll machen ist der Spot auf jeden Fall ausgelegt. Hier gab es noch so eine Notiz. Achso, stopp, ich mache erstmal die kleinen. Weil sonst kann ich mich nämlich gleich nicht mehr bewegen. Ich kann mich jetzt schon nicht mehr bewegen. Genau, die Notiz habe ich schon geöffnet. Hammer. Ach, so ein Ärger. Kannst du denn so mitkommen noch oder bist du dafür auch schon überladen? Nee, der bewegt sich keinen Millimeter mehr. Was hat er denn drin? Ja gut, doch gar nicht so viel. Das könnte zu viel gewesen sein. Versuchen wir es mal mit so einem. Auch zu viel. Mist. Lol, das geht. Ach, der hat diesen Reduce da drauf, ne? Hole ich mir jetzt doch die Steine raus, schmeiß das rein. Ne, hilft nicht. Ach, Mist, jetzt komme ich an den nicht mal mehr ran. Machen wir es so. Ach, guck mal, so geht's noch. So, dann ziehen wir uns hier einmal hin. Klacken den noch kaputt. Ach, die Töle hört überhaupt nicht mehr auf. Wo genau hatte ich jetzt die Steine eigentlich hingelegt? Ich den Ankylo da jetzt draufgestellt oder was? Da lag, glaube ich, was. Höhe. Ich habe sie auf jeden Fall abgeworfen, so viel weiß ich. Aber wohin? Da. Mehr nimmt er nicht. Aber gut, das reicht erstmal. Perfekt. So. Und jetzt konnte man doch hier irgendwie die Reichweite machen. Large. Dann. Base Mitte. Oh, das reicht. Ich glaube nicht. So, ich glaube, jetzt ist er weg, der Wauwau. Ja, er ist natürlich nicht mitgekommen. Hat nicht gereicht. Aber vielleicht kriege ich ihn ja noch dazu, mir ein Stück zumindest. Aber ich glaube nicht. Der ist einfach zu fett. Zu voll beladen. Ja, wobei doch, jetzt müsste er eigentlich mitkommen. Er muss ja nur hier so ein bisschen weiter in den Kreis rein. Guck mal, das reicht doch schon. Und es ist auch so, also hier bleibt er auf Large und zu Hause bleibt er auf Small. Also das ist schon mal ganz gut. Das heißt, ich kann das individuell einstellen. So, jetzt haben wir ihn hier. Oh, okay, das ist natürlich nochmal eine Murkskiste hier. Weiß nicht, schlimm, pass auf, die Steine behalte ich jetzt einfach. Lauf jetzt gerade den Meter. Die schmelzen, laufen und laufen und laufen. So, dann hauen wir das schon mal. Ach. Die Kiste voll. Da ist noch Platz. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier rein und wie ihr seht, fehlt hier wirklich nur noch ein bisschen Metallbarren, 183 Stück. Sollten wir relativ zügig haben. Dann mache ich jetzt hier den Ankühlung noch mal leer. Ich habe hier schon einiges auf Vorrat. Also sobald wir das Ding haben, geht es richtig ab. Ich denke, ich kann ihn auch direkt einmal voll machen. Also, aber ich stelle ihn jetzt gerade einmal wieder zurück. Das Problem, was mir jetzt nur gerade bewusst wird,
Ich müsste dann da auch noch einen Futtertrog aufstellen, ne? Sonst kriegen wir da nämlich Probleme. Und ich will ja nicht, dass der Junge da verhungert. Also, Futtertrog, wo bist du? Da. Zack. Also, und was ich noch gemacht habe, da oben war ein 117er Raptor, irgendwo in den Steinen eingeklemmt. Den habe ich eingepackt. Weiß gar nicht, wo ich ihn hingestellt habe. Da unten irgendwo. Da hinten steht er. Genau, ist jetzt ein 167er. Hat sich also auf jeden Fall gelohnt. Alle anhalten. Setz mich mal nochmal drauf. Setz den hier drauf. So, und dann flitzen wir nochmal hoch. Ich hole mal schnell nochmal, ich sag mal 1000 von irgendeiner Bärenart. Zack, haben wir auch. So, jetzt gucken wir hier, was unsere Babys machen. Guck mal, Zuwendung in 20 Minuten. Bin gespannt. Also das werden wir auch auf jeden Fall in dieser Folge noch unterbringen. So, Metallspot, ab die Post. Und dann flitzen wir da mal hin. Und dann muss ich gleich nochmal einen neuen Teleporter bauen, dass ich wieder einen für unterwegs habe. Aber das sollte kein Thema sein. So, das haben wir. Dann stellen wir jetzt den Futtertrog. Wo stellen wir dich denn mal hin? Ich habe keine Ahnung. Ich will dich nicht irgendwo hinstellen. Ich kann dich auch einfach jetzt daneben stellen. Was soll's denn? Und dann kommen Bären da rein. Und du bleibst bitte definitiv auf neutral. Als 180er wirst du dich wohl gegen die meisten hier verteidigen können, denke ich. Ja, das sollte passen. So, dann stelle ich dich jetzt schon mal. Wobei, nur ich lasse dich da, wo du bist. Dann lass mich nochmal schnell hier gucken. Dann hau mal das da noch rüber, das da rüber, das kann weg. Und dann würde ich sagen, fliege ich jetzt mal einfach so nach Hause. Guck mal, ich habe sogar noch eine Kapsel am Start. Also sollte sich unterwegs irgendwas Zehntechnisches ergeben. Dino-Sicht ist ja eh noch an. Muss ich nur mal gerade gucken. Also es ist auch nicht weit weg von zu Hause, ne? Es ist direkt der Berg hier vor der Tür gewesen. Einmal kurz orientieren. Da ist die Stadt. Da ist der Wasserfall. Da hinten müssten wir sein. Aber wobei doch ist schon ein gutes Stück. Glaube ich. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau. Ach so, doch, ich weiß es. Wir hatten hier die in Ankylo geholt und sind dann dahin. Ey, da war wieder ein kurzer Nieser im Spiel. Gib mir echt Mühe, die jedes Mal rauszuschneiden. Ich weiß nicht, ob es mir immer gelingt, aber meistens kriege ich den Pauseknopf noch rechtzeitig gedrückt. So. Wie weit haben wir es denn noch? Ein kleines Stück. Lass doch mal gucken, was wir hier noch so finden. Ich hätte ja gerne noch mal so ein Kätzchen. Da ich ja gar keins habe aktuell. Aber ich habe die noch nirgendwo anders gesehen. Iguanodon. Ja, mal ein bisschen hoch hier. Da sind Flugviecher. Was ist da unten wieder los? Ach, da ist ein Rexy. Ach, ein Level 12er. Naja, den brauchen wir nicht. Hier sind ein paar Agis. Habe ich aktuell. Guck mal, da ist jetzt ein Ankylo. Jetzt, aber gut, ist ein 12er. Aber klar, das ist jetzt, wo ich sie nicht mehr suche, ich wieder einen nach dem nächsten sehe. Unten ist auch nichts, was mich gerade glücklich machen würde. Die Agis, die sind mit dem Mammuts beschäftigt. Das Agis, oder hängt da noch was anderes drin? Ankylos, Hyänen, haufenweise Kruppzeug. So, dann ziehen wir hier nochmal durch. Diese Wasserfälle hier hinten, die finde ich auch mega cool. Mit dieser Brücke da drüber. Schöner kleiner Teich, gucken wir uns auch mal an. Strider. Stego. Bisschen hier hochflattern. Achso, ich habe die Dinos jetzt übrigens runtergestellt. Ich hoffe, dass das das Leben ein bisschen einfacher macht. Wenn es jetzt darum geht, hier mal ein bisschen was zu farmen. Ein Dire Bear. Ein Pachi.
Deckzeug. Oh, hier ist ja fast gar nichts Aggressives. Oh, ich bin am Ende angekommen. Ja gut, alles klar. Dann lass uns jetzt mal schnell nach Hause zischen. Und dann gucken wir mal, wie weit alles ist. Und wenn noch nichts fertig ist, dann hüpfen wir nochmal rüber zum Staudamm in dem bösen Biom. Und zwar will ich einmal gucken, was die Einstellungen mit der Dino-Anzahl Veränderungen bewirkt haben bei denen, inwieweit ich da vielleicht was machen kann. Das sind nichts Böses. Okay. Und dann, wenn das da gut aussieht, dann würde ich das gerne nochmal versuchen. Da, Piranhas. Piranhas, Piranhas, Piranhas. Oh, ich habe einen Dodo gekillt. Ab nach Hause. Noch ein Party-Dodo auch noch. Prächtiges Tier. Ja, okay, durch die Wand kann man nicht durchlaufen. So, dann lass mal schnell gucken. Also erst einmal Babys. Die brauchen noch 13 Minuten. Okay. Gucken wir mal. Ich denke nicht, dass wir genug Metall zusammen haben. 74, das ist wirklich nicht mehr viel. So, dann lass uns mal schnell einmal rüberporten. Ich habe ja meine Wolfsflotte mit. Sollte sich das tatsächlich lohnen, würde ich mit den Wölfen dann die Angriffsgeschichten übernehmen. Ja, ich muss halt erst noch ein paar Fischreusen bauen. Aber das ist ja kein Problem. Das können wir gleich noch machen. Und dann fangen wir nochmal zusammen ein bisschen Fisch. Habe ich ja jetzt auch ein bisschen mehr Übung drin. Das sollte also geschmeidiger laufen. Aber jetzt im ersten Step will ich einfach nur mal gucken, wie es hier überhaupt so aussieht. Zwischen direkt mal hier rüber. Das hier ist die Stelle, wo ich am meisten von denen auf Anhieb gefunden habe, letztes Mal. Ups, hoch geht's. So, und dann gucken wir mal vorsichtig darunter. Guck mal, ist da nicht schon einer sogar? Nee, ach, das ist ein Velo. Ein Velo. Tech-Stegos. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass hier weniger los ist. Aber vielleicht müssen die sich auch erstmal kaputt machen, alle. Oh, falsch. Stegos. Alles voller Stegos hier. Bin hier eigentlich schon gewillt, meine Wolfsflotte einmal auszupacken und hier einmal Alarm zu schieben. Wenn ich mir das so angucke, was da hinten? Nix. Der lohnt nicht. Und Scheinhorn oder sowas. So Leuchteviecher habe ich auch noch nie gehabt. Ich weiß gar nicht, wie man die tamt. Müsste ich mich auch mal mit auseinandersetzen. Brontos. Hier ist auch ein richtig schöner Metallspot. Oh, guck mal, da vorne kämpft noch einer. Welches Level hast du? 76. Ne, ist mir auch zu low. Okay, also hier scheint jetzt erstmal nichts weiter zu sein. Ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass hier weniger los ist. Schauen wir uns mal die Seite nochmal an. Hier sind wieder unsere lieben Freunde, die Ravenger. Oh, nicht wieder durch die fleischfressenden Pflanzen. Ich hasse die Viecher. Weiß gar nicht, ob das nicht. Ob onscreen hatte ich die noch nie. Offscreen bin ich da jetzt schon das ein oder andere Mal reingerasselt. Die holen dich sogar von deinem Reittier runter. Die Mistviecher. Das da unten könnte was sein. Nee, das sind auch wieder nur Ravenger. Was geht denn jetzt? Hab da genug? Danke. Die nerven. Da ist einer. Guck mal da. Der hängt sogar fest.
Ob ich dem einfach mal eine Box drumherum ziehe, habe ich die dabei? Könnte ich ja mal versuchen. Gucken, was passiert, wenn ich da runtergehe. Da ist noch einer. 44er. Das Problem ist, dass ich saunau an den ran muss, um die Box vernünftig zu basteln. Dein Ernst jetzt? Hallo, lasst mich mal in Ruhe hier. Treffe ich die nicht oder was? Doch jetzt. Hab das jetzt bald. Dankeschön. So, jetzt aber. Boah, das war so klar, dass das jetzt passiert. Okay, das war's. Ich sterb. Aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Das hatte ich schon ganz oft. Wenn der einen da irgendwie, ich kann ja nicht mehr fliegen oder so. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber es geht halt einfach nicht. Gerade mal gucken, dass ich da irgendwie. Nee. Das scheint schon das Naheste zu sein. Also Nordosten mit sehr großer Wahrscheinlichkeit. Flitze ich einmal rüber. Jetzt hole ich mir meine Tasche zurück und dann geht's ab nach Hause. Da ist ja ein Käse. Was bist denn du? Am Bronto. Gib mir einfach direkt eine mit. Was soll's? Weg. Weg. Und ab die Post. Dass hier Dodos gibt. Da ist ein Spino. Staudamm suche ich. Staudamm. Staudamm. Das da hinten. Ja, würde ich tippen, ist das Ding da hinten. Zwischen wir mal rüber. Und dann sehen wir es ja gleich. Aber ich glaube, das ist er. Ergibt zumindest Sinn. Ja, ist er. Sammeln wir einen Loot-Drop noch ein. Jetzt müssen wir nur auf jeden Fall gleich noch dran denken. Ich muss ja nach Hause. Ich wollte ja einmal prägen, weil das ist, scheint echt knapp. Wenn es überhaupt geht, ist es sauknapp, dass man die Wölfe einmal prägen kann. So, den Loot-Drop kann ich wahrscheinlich wieder nicht holen, weil der irgendwo im Stein hockt. Oder ist der noch gar nicht da? Ne, der hockt hier im Stein. Komme ich nicht dran. Nope. Na egal, ignorieren wir den halt. Das habe ich auch rausgefunden. Doppel-Leertaste macht so einen super Sprung nach oben. Was ich im Übrigen voll cool finde. So, jetzt müssen wir nur kurz gucken, wo ich da war. Glaube tendenziell eher in die Richtung. Ja, der Staudamm ist schon geil, muss ich sagen. Also schön gezeichnet. Schöne Gegend ist es. Ist saubrutal. Also da kannst du auch einige leben lassen. Habe ich auch schon. So, dann wollen wir mal gucken, ob die Jungs mich da an meinen Rucksack ranlassen. Oh, sieht aber gut aus. Jetzt hängt der da schon wieder im Busch fest, oder was? Schnell einpacken. Und weg hier. Guck, da ist er nämlich schon wieder. Aber ich. Boah. Boah, jetzt renne ich noch in so ein Cabo rein. Lass das doch. Ich will doch nur leben. So. Schnell zur Plattform, ab nach Hause. Okay, also es ist auf jeden Fall weniger los. Weiß ich nicht, glaube ich, kann sein. Ziemlich viele Stegos. Gucken wir gleich. Haben wir jetzt gerade keine Zeit für. Einmal den Krempel weg. Noch, das da. Und du gehst da rein. Hammer. So, und ab zur Base. Da sind wir. So, also erster Step, nochmal hier oben gucken. Wie lange haben wir? 6 Minuten auf der Seite. Nochmal 6 auf der. Okay. So weit, so gut. Was sagt er hier? Läuft.
Ich weiß überhaupt nicht mehr, der war so groß. Wo ich dich am besten hinbaue. Kann ich die einfach so auf den Boden stellen? Nee, ne? Muss ein Fundament drunter sein, sonst geht's nicht. Ich könnte dich einfach da in die Ecke stellen. Fände ich aber irgendwie blöd. Hier oben drauf. So. Ja, sieht erstmal für den Hintern aus, aber für den Anfang ist okay. Gut, also alles an Metall haben, nehmen, dann. Und jetzt läuft er durch. Ich weiß gar nicht, wie lange der braucht für irgendwas. Ist mir aber auch egal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7,5K. Das sind 3.500 Metallbarren. Das sollte dick reichen. Reißen wir ab, die Dinger. Finde ich sowieso irgendwie voll blöd. Die Seite noch. Aufpassen, dass ich mich gleich noch bewegen kann. Sieht aber ganz gut aus. So. Ach, kann ich jetzt nicht hochfliegen. Aber ich kann noch bestimmt von unten einfach. Ne, kann ich nicht. Mist. Egal. So, dann einmal hier ran. Die raus, das raus und das und das. Und das noch. Ne, das reicht. So, und das Holzzeug schmeiße ich jetzt mal da oben rein. Weil ich glaube, das konnte man auch einfach zur Holzkohle da reinballern, ne? Jo, das ging auch. Ja, lass mal laufen, das gute Stück. Dann kommen wir auf jeden Fall klar. Öl habe ich noch 70 im Smithy. Und Leder können wir hier auch nochmal 1000er rausholen. Haben wir Benzinproduktion auch gleich am Laufen. Das gefällt mir. So, dann nochmal runter. Das da rein, das dahin. Das hier hin. Lol. Ach Mist, habe ich jetzt das ganze Öl hier rausgezogen oder was? Muss noch mal ein paar Techies holen. Krass, okay. Gut, das wird erstmal nichts mehr. Sich das erledigt. Aber auch so, ganz ehrlich, ich glaube, das mit dem Räuchern kann ich mir tatsächlich einfach sparen. Weißt du, was wir machen? Kann ich hier einen Kühlschrank bauen? Darf ich schon? Muss ich den noch erforschen? Muss ich bestimmt noch erforschen. Bridge, glaube ich, heißt das Ding. Da ist er. Da ist er. Hä? Bist du kein S Plus? Ist Strom aus oder was? Nee, Strom läuft. So, dann stellen wir jetzt noch einen Kühlschrank auf. Und zwar stelle ich den genau hier. Neben die Eingangstür. Da kommt alles rein, was irgendwie mit Essen zu tun hat. Würde ich jetzt pauschal sagen. Und das da natürlich auch. So, das heißt also. Gehen wir mal rein. So, also. Öpp, öpp, öpp. Rohes Filet. Nee, brauchen wir nicht. Gegrilltes Filet. Alles. Pull. Gekochtes Fischfilet. Gegrilltes Fleisch. Pull, gekochter Fisch, Pull, geräuchertes Filet, Karotten, Kartoffeln, Mais, ein paar Mejos für alle Fälle
Polymer, wenn ich es habe, nehme ich natürlich. Das nehme ich raus. Nee, nehme ich nicht. Die hole ich mir. Und Zitronen hole ich mir. Läuft. Ja, da ist auf jeden Fall genug zu essen drin. Ist für jeden was dabei. So, was geht jetzt hier? Kann ich euch wieder... Uff. For real? Okay, also Prägung scheint geklappt zu haben. Auch wenn sie jetzt unabsichtlich war. Sekunde. Jetzt muss ich mal kurz. Man konnte doch irgendwie. Es gab doch. Geh dahin, Komma. Mach ich mal dahin. Jetzt schicke ich alle dahin. Aber ich kann wieder laufen. Aus der Bahn. Geräuchert. Filet geräuchert. Habe ich das nicht? Doch. Yes. Also knapper ging jetzt nicht. Aber ich habe auf jeden Fall beide geprägt. Oh, das war wieder der falsche Knopf. Verflucht. Oha. Okay. Habe ich jetzt den Direwolf erwischt? Natürlich nicht. Ah doch, einen habe ich. Du bist ein Weibchen. Ja, man redet ja nicht schlecht über seine Kinder, ne? Aber Farbwahl hätte doch etwas besser ausfallen können. Naja. So, wo ist denn der letzte? Ist hier oben einer? Yes. Oh, der sieht schick aus. Den kriege ich, glaube ich, auch geritten. Ha! Auch ein Weibchen. Also, dann wollen wir mal. Direwolf Weibchen, Level 181. 69er. Ist ein Weibchen, behalten wir. Diodon. 187er Weibchen. Wo ist denn mein... Er hier ist es. Okay. Dann machen wir jetzt noch ein paar Babys, würde ich sagen. Nein, ich Idiot. Das war auch falsch. Aber man, gut, dass man auf euch einfach drauf hüpfen kann. Alle anhalten. Bin mir nicht sicher, ob das cool ist. Ihr habt alle denselben Dad. Aber was soll's. Für den Moment ist das erstmal alles, was ich bieten kann. Das Beef Jerky-Zeug schmeiße ich jetzt hier rein, weil ich habe eigentlich genug zu essen. Ich brauche mir um. Ach, guck mal. Was ich hier noch gar nicht reingepult habe, ist das gegrillte Hammelfleisch. Wo ist das denn überhaupt? Keulen, irgendwas wahrscheinlich. Räucherfleisch, Roßhammelfleisch. Ist das hier gar nicht drin? Gegrilltes, gekochtes?
Oder bin ich jetzt einfach super blind? Wie heißt denn das Zeug? Lass mal sehen. Ach, Lammkotelett heißt es. So, reißen wir alles ab. Sehr cool. So, dann haben wir ein bisschen Platz hier draußen. Ganzen Eier. Jo, bin ich mit einverstanden. So, dann geht das dahin, das dahin, das dahin. Das läuft auch wieder. Sehr gut. So, und ich habe da draußen gerade schon wieder das Geräusch von. Oh, das ging schnell. Beide wieder fertig, so wie es aussieht. Oh ja. Hundertzweiundachtziger Basislevel bei dir. Bei dir sogar 183. So, ich glaube, ich werde meine Nachgezüchteten erstmal noch gar nicht irgendwie weiter leveln. Stell die jetzt einfach mal hier hin, dass ich die nachher wieder finde. Nee, ich lasse die genau hier stehen. Dann finde ich sie definitiv wieder. Und irgendwo muss ich noch mein Milchspritzen Maeve haben. Welches ist das? Da ist das Milchspritzen Maeve. Das kommt auch hier unten hin. So. Herrlich. Gut. So, dann haben wir jetzt die Tiere geprägt. Wir haben Metall verarbeitet, und zwar bis der Arzt kommt. Das haben wir auch alles gemacht. Ja, da würde ich sagen, haben wir für heute erstmal alles abgearbeitet. Ist mal wieder ein bisschen Überlänge geworden. Finde ich aber jetzt nicht so schlimm. Dafür waren es coole Sachen, die wir gemacht haben. Genau, und in der nächsten Folge werden wir uns dann nochmal mit ja, Fische fangen und dem Taming unseres lieben Freundes auseinandersetzen. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen. Bis dahin, tschüss.